Willkommen zusammen zum Tutorial für die Baureihe 365 aus der Niddertalbahn von TSG. Ich begrüße euch hier vom Training Center und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein in die Lok und schauen, wie wir die Lok aufrüsten und fahren. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit Jo, verbringen. ne? Den Satz kennen wir. Ist schon ein schönes kleines Teil. Sehr ähnlich wie die 365, 366, 363, Entschuldigung. Aber eben nicht identisch. So, wir steigen ein. Dazu dann einmal hier die Führerstandstür aufgemacht und hineingesteppt. Tür zu. Und dann sollen wir uns hier hinsetzen. Um das Führerpult einzuschalten, stellen Sie den Generalschlüssel auf ein. Den Generalschlüssel auf ein. So. Damit Treibstoff zu den Motoren fließen kann, muss die Treibstoffpumpe auf eingestellt werden. Die Treibstoffpumpe befindet sich hier. Genau. Um die Motoren zu starten, drücken Sie den Motorstartknopf. Motorstart. Um den hydraulischen Antrieb zu aktivieren, muss der Netzschalter aktiviert werden. Der Netzschalter befindet sich hier. Das ist da, wo Leistung steht. Drücken Sie den Umschalter, um dies als den aktiven Leistungsregler einzustellen. Das ist dann die Taste hier vorne. Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Genau. Und dann sollen wir noch die Federspeicherbremse lösen. Das machen wir hier. So, Federspeicherbremse ist gelöst. Stellen Sie zum Lösen der Bremsen die Zugbremse in die Position Fahren. Das ist dann hier an dieser Stelle. Ups. So. Und die Lokbremse lösen wir auch. In dieser Einführung werden Sie Rangieraufgaben wahrnehmen und einen Zug Das wählen. machen wir noch mit Vergnügen. Dieser Zug ist nun betriebsbereit. Der Leistungsregler dieser Lokomotive ist etwas ungewöhnlich. Drücken Sie den Hebel nach vorne, um schneller zu beschleunigen. Und bewegen Sie ihn dann zurück in die Position halten, um die Drehzahl des Motors Genau. beizubehalten. Also wir schalten praktisch immer mehr Leistung auf in diesem Sinne. Jedes Mal, wenn wir den Schalter nach vorne legen. Wir können auch natürlich die PZB anmachen. Steuerung Enter. Beziehungsweise die Indusi. Indusi ist jetzt an. Genau. Das Ausrollen ist eine Methode zur effizienten Aufrechterhaltung der Drehzahl. Genau, in den Leerlauf. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, benutzen Sie die Zugbremse, um ein wenig Bremskraft anzuwenden. So, was wir auch noch machen können, das sind die Lichter einschalten. So, haben wir. Und hinten haben wir gar nichts aufleuchten. Wo machen wir das dann noch gleich hier? Signalleuchten hinten rechts. Nee, ich möchte nicht ein. Also ich will keine Signalleuchten haben. Vorbauleuchten gerne. Instrumentenbeleuchtung gerne. Motorlicht gerne. Was ist dann, wenn ich das hier anmache? Nee, dann haben wir weißes Licht. Das möchte ich nicht haben. Kann ich das ändern, indem ich hier mit der 3 ranfliege. Hier vielleicht draufklicke? Nee. Dann lassen wir. Ja, wobei wir rangieren, ja. Von daher können wir auch eigentlich die Lichter hinten ebenfalls anmachen. Genau. So, wir können ein bisschen mehr Leistung aufschalten.
und müssen erst in einem Kilometer anhalten. Wir dürfen Vmax mit der Lok, ich glaube, 60 fahren, ne? Ups, wir sind so schnell. So, und wir ziehen mal ein bisschen hier die Lokbremse an. So. Weil wir auch da vorne schon anhalten müssen. So, ungefähr 1 Bar Bremskraft, das müsste, glaube ich, reichen. Ja, wobei wir brauchen doch ein bisschen mehr. 2 Bar und lösen. Ups. Na, lösen. Haben wir hier beim Bahnübergang die Pfeife benutzt und jetzt können wir anhalten. So. Genau. Die Wagen sind hinter uns. Ändern Sie die Richtung mit dem Richtungswender. Ja. Dieser Rangierbahnhof hat Handweichen. Bevor Sie losfahren, müssen Sie diese zu Fuß stellen. Machen wir. Klettern Sie jetzt nach unten und stellen Sie sicher, dass alle Weichen in der richtigen Position sind. So, wir laufen natürlich nicht auf den Gleisen. Können wir auch natürlich alternativ mit der Kartenansicht machen, aber ich mache das auch eigentlich ganz gerne hier mit zu Fuß. So. Jetzt müssen wir als nächstes den Kupplungsarm senken bei unserer Lok. Hier wird dann praktisch automatisch gekuppelt und dann können wir an den Zug ranfahren. So, einmal hinsetzen. Lokbremse lösen. Leistung aufschalten. Können wir nicht das Fenster hier aufmachen? So. Ups. So, wir fahren natürlich nicht zu schnell ran. Wir wollen hier keinen Schaden verursachen bei der Lok oder den Wagen. Uah, das war ein wenig sehr schnell. Jetzt, da sie gekuppelt sind, bringen sie diese Tankwagen in den zweiten Satz, um einen Zug zu bilden. Das sind keine Tankwagen, aber okay. So, wo sollen wir hin? Dahin. Also Fahrtrichtungs werden da wieder nach vorne gestellt.
Fahrtrichtung nach vorne ist angewählt. Und wir fahren. Hier diese IS-50-Wagen, die auch mitgeliefert werden mit der Nillertalbahn. Diesmal können wir auch die Zugbremse verwenden und nicht nur die Lokbremse. So, Leistung ist abgeschaltet. Okay, wir müssen noch ein bisschen weiter ranfahren. So, das passt. So. Jetzt müssen wir da hinten an die Wagen ankuppeln. Dafür müssen wir einmal die Weiche natürlich umstellen. Also einmal die Weiche benutzt und die Weiche ebenfalls. Dann können wir hier an die restlichen Wagen ankuppeln. Einmal den Fahrtrichtungswender in Rückwärtsstellung lösen. Und auf geht's. Natürlich würden wir sowas eigentlich nicht ohne Rangierer machen. Aber wir sind heute selbst unser Rangierer. Wir können theoretisch auch eigentlich den Rangierer spielen, indem wir mit der Kamera hier hinfliegen und so tun, als wenn wir uns hier auf diesen Tritt hier draufstellen würden. So, Leistung ist abgeschaltet und wir lassen rollen. Züge zusammenwürfeln, das machen wir noch gerne. Ach, ist noch ein ganzes Stück bis dahin. Schon ganz langsam anbremsen. Genau, Holzrolle mit so 4-5 km/h. Und schauen, dass wir dieses Mal besser an die Wagen rankuppeln als vorher. So, bremsbereit machen. Und ich würde sagen, jetzt können wir mal bremsen. Ah, war sogar zu spät. Das war sogar ein bisschen zu spät. So, ganz leicht einbremsen und... Ach, das war jetzt... Das war auch nicht gut. So. Und diesmal hat es geklappt. So. Kuppeln. Gute Arbeit. Kuppeln Sie jetzt vom Zug ab und bringen Sie die Lokomotive an Ihren ursprünglichen Standort zurück. Auch schön, dass die Farben, dass die Wagen hier zwei verschiedene Farben haben, ne? Ist mir gar nicht aufgefallen bisher. So, dann einmal aufstehen und abkuppeln. Und
Gut. Einmal lösen und kurz mal die Weichen kontrollieren, aber das passt soweit genug. Dann können wir uns da vorne auf das Aufziehgleis hinstellen. Natürlich sollten wir erst die Fahrtrichtung nach vorne anwenden. Ja, die PZB hätten wir eigentlich auch auslassen können, ne? Weil man ja sowieso, glaube ich, beim Rangieren die PZB in der Regel auslässt. Weil es gibt dann bestimmte Regelungen, wann und wie lange man rangiert und so und ob man dann die PZB auslässt oder nicht. Schön hier mit dem Berg im Hintergrund. Also eine Bergstrecke, das wäre mal was für den TSW, ne? So. Da war sicherlich ein gutes Thumbnail dabei. Wir benutzen nochmal das Horn. Und stellen uns dann hier hin. So. Jawohl. Gute Arbeit. Super. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.